Tja, im Dunkeln ist gut munkeln. Ich habe mich erstmal vom Internet abgemeldet. Glänze hier mit meinen Spiegelungen in der Brille. Durch Abwesenheit. Bin ja eigentlich mal ganz froh, ein bisschen Urlaub zu haben. Das in letzter Zeit ist das ein bisschen zu viel geworden. Also das hat mir echt auf den Keks gegangen, was hier ablief. Ah, mein Hund schnarcht wieder. Jetzt ist er ganz nahe. 1 Meter, 1,5 Meter von mir. Dann hörst du, dass ich ja schnarchen. Oh, was wollte ich eigentlich sagen? Eigentlich nichts Besonderes. Das Leben geht, wie gesagt, immer weiter. Muss morgen immens Unkraut zupfen, Freund besuchen. Darauf brauche ich am Bein eine Behandlung. Ich habe irgendwas besorgt. So eine Dampfe, da ist der Kopf kaputt gegangen, habe ich einen neuen Kopf besorgt. Das bin ich. Sitze ich in meinem Reisemobil auf der Wiese in meinem Hof. Hab mir irgendwas ein Virus eingefangen. Magen-Darm oder was denn was. Ist nicht so wichtig. Ich könnte jetzt 4 Stunden, 5 Stunden könnte ich aufnehmen. So viel Speicher ist da, aber das muss mir jetzt nicht reinziehen. Also dann habe ich hier nur nicht so ein tolles Schlecht. 12 Volt. Ist nicht so schön. Aber wenn ich mal weiter von unten komme, das liegt noch schlechter, ne? Wenn ich höher komme, wie sich das Gesicht verändert, ne? Durch das Licht. Ist ja nicht so groß. Ich meine, ich könnte mir jetzt hier meine. Ich hab ja so eine sehr starke Taschenlampe. Ich frage mal, guck mal, wo die ist. Finde ich jetzt nicht. Liegt irgendwo. Irgendwo. Das ist jetzt nicht meine gute Kamera. Das ist jetzt Handy. Ein kleines, billiges Handy. Also, so ein fast nur nehmen. Fast. Ja, deswegen ist es munkeln, ne? Ich sehe das immer von anderen Leuten, wie sie von ihren Handys aus streamen, aber das ist mit meinem Handy ist das nicht möglich. Das ist so ein ganz altes. Egal. Ich finde auch die bessere Lampe nicht. Dann könnte ich mich richtig. Tata! Guck, so ist das Licht schon besser. Also ich finde es ein bisschen stressig, was im Augenblick so generell so abläuft. Jetzt habe ich es nicht gefunden. Stressig. Wo da überall Menschenfresser rumrennen und Abstecher und weiß ja mir was. Besser? Nein, nein, nein. Wa ba ba ba. Ba 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 di da da. Ja, di da di da da da. Oh, ich sehe das. Das ist jetzt eine sehr gute Lampe. Da habe ich fast rote Haare. Ja, so ist es doch schick. Oh, wow. Ich wollte mich auch mal abhängen, weißt du, man wird ja richtig abhängig von diesem blöden Internet. Man ist jeden Morgen schon am Anstellen und dann glotzt man uns stundenlang und was könnte denn noch rauszubringen sein an Informationen? Und wir sind ja alle böse Deutsche und böse Hugenotten oder was der Himmel, was wir sind. Ich krieg's nicht mehr gebacken. Das ist wie so Hypnose, ne? Was passiert denn jetzt wieder? Ist da schon wieder einer abgestochen? Stirbt schon wieder einer? Rennt schon wieder Pseudonazis irgendwo rum? Oder hat schon wieder die Bundeskanzlerin ihre Tage? Oder hat sie die jemals gehabt? Oder? Ja. Eigentlich ist mir das egal. Ne? Stehe ich hier in meinem Reisemobil aufgestandenerweise und versuche nicht zu sagen, wie immer. Ich verfolge das ja, Syrien. Und Amerika und Trump und QAnon und das ist das. Was? Blöd. Guck mal in die Kamera. Wo ist denn die Kamera? Oben ist er. Hallo Kamera. Ich bin nicht da. Da muss ich immer in die Ecke von dem Handy gucken. Ist das doof? Ich gucke lieber auf den Bildschirm. Was das jetzt sollte, weiß ich nicht. Ein bisschen Lichtspielerei. Versuch mit meinem kleinen Smartphone auch mal was aufzunehmen. Ich muss mir das gleich mal anhören. Und dann waren das mal wieder
Wow, 5 Minuten. Ich weiß nicht, wie ich das abstellen kann. Tschüss.